Ihr habt es euch gewünscht und ich erfülle euch ja liebend gern eure Wünsche, wenn ich kann. Deswegen gibt es jetzt eine neue Videoreihe zum Thema nördlicher Mondknoten. Und wie immer erkläre ich euch jetzt in dem Intro-Video, um was es sich dabei handelt, sodass ihr im Anschluss, wenn ich die Videos dazu veröffentliche, euren eigenen Mondknoten angucken könnt. Der aufsteigende nördliche Mondknoten symbolisiert auch so etwas wie in der Art von der Lebensaufgabe, also Eigenschaften und Energien, die wir in diesem Leben meistern und uns aneignen wollen. Und die Astrologin, von der ich ja lerne, Deborah Silverman, könnt ihr gerne mal auf YouTube nachschauen, die sagt ja, dass der nördliche Mondknoten eigentlich the shortcut to enlightenment ist. Also deine Abkürzung zur Erleuchtung. Und wieso, weshalb, warum, wollte ich ja so ein bisschen mal erklären. Wenn du jetzt aber nicht weißt, wo dein Mondknoten überhaupt steht, kannst du in deinem Horoskop mal nachgucken. Bei astro.com wird es mit ausgegeben. Du kannst das ist dieses kleine Symbol. Ich blende das mal ein. Oder aber du kannst auch unten in dem Link nochmal deine Daten eingeben. Dann wird dir genau aufgezeigt, in welchem Tierzeichen du den Mondknoten hast. Ja. Und du wirst wahrscheinlich, wenn du astro.com benutzt, auch schon sehen, dass der Mondknoten immer nur der nördliche angezeigt wird. Das heißt, du selber musst dir überlegen, dein südlicher Mondknoten liegt gegenüber dem nördlichen. Also immer das Tierzeichen, was dem in Opposition steht, also gegenüber, ist das deines südlichen Mondknotens. Ja, Mondknoten sind eigentlich kein fester Planet, also das ist schon mal so voraus, sondern es ist genau das, was es sagt, ein Knotenpunkt. Und zwar, jetzt wird es kurz zur Erklärung, ist es eigentlich die Mondlaufbahn, wo der Mond vom Süden nach Norden sozusagen die Ekliptik kreuzt. Und das ist der Punkt, wo man eben den nördlichen Mondknoten festmacht. Und genau dasselbe passiert auch, wenn er eben vom Norden wieder nach Süden runter die Ekliptik kreuzt. Auf diesem Punkt ist der südliche Mondknoten. Und wie ich gesagt hatte, es ist kein Planet, also es ist kein fester Punkt. Und deswegen, glaube ich, benutzen noch nicht alle Astrologen diese Interpretation oder grundsätzlich den Mondknoten. Und deswegen gleicht auch die Bedeutung für uns eigentlich mehr dem des spirituellen Wachstums, also auch dem des Systems vom, oder dem Prinzip vom Karma eher ähnlich. Und der südliche Mondknoten symbolisiert also das auch so ein bisschen von der Idee von Reinkarnation, also deinem vergangenen Leben. Also der südliche Mondpunkt in deinem Horoskop ist ja nicht mehr sichtbar, weil er gegenüber dem nördlichen liegt, aber er symbolisiert sozusagen dein vergangenes Leben und dessen Eigenschaften du mit in dieses Leben gebracht hast. Und genau, wenn das jetzt um Reinkarnation geht, ist immer so ein bisschen schwierig. Nicht jeder Mensch kann sich damit irgendwie identifizieren oder was damit anfangen. Also kannst du für die Interpretation es auch so sehen, dass der südliche Mondknoten einfach Eigenschaften sind, die du schon mitbringst oder die du in deinen jungen Jahren hast und im Laufe des Lebens, im Laufe deines Erwachsenwerden und Alters, hohen Alters, entwickelst du oder strebst du an, die Eigenschaften des nördlichen Mondknotens für dich anzueignen. Ja, was genau das für uns konkret bedeutet, ist eigentlich in der astrologischen Erklärung, dass du ganz automatisch diese Verhaltensweisen deines südlichen Mondknotens einfach ausführst. Also, dass du Tendenzen und Neigungen in dir hast, die ganz normal passieren, gerade automatisch, wenn du zum Beispiel gestresst bist. Und der nördliche Mondknoten, der repräsentiert sozusagen Eigenschaften, die du dir aneignen möchtest, die dir aber ja, vielleicht nicht so erstrebenswert erscheinen, weil sie eben komplett gegensätzlich dem sind, was du eigentlich automatisch machen würdest. Und auch wenn es eben Shortcut to Enlightenment ist, ist dieser Shortcut nicht so leicht, weil du eben dir das bewusst machen musst. Also es ist eine bewusste, aktive Entscheidung, sich sozusagen dem nördlichen Mondknoten hinzugeben und dessen Eigenschaften und Energien. Wenn du jetzt das einfache Beispiel nimmst, wie zum Beispiel, dass du deinen nördlichen Mondknoten im Steinbock hast, dann ist es sozusagen das gegenüberliegende Tierzeichen, das des Krebs. Und das ist dann sozusagen dein südlicher Mondknoten. Und automatisch wärst du eigentlich jemand, der zum Beispiel dann in Verhaltensweisen des Krebs sich zurückzieht. Wenn du gestresst bist, bleibst du zu Hause, isolierst dich, ganz klar. Aber dein nördlicher Mondknoten zeigt dir sozusagen an, dass wenn du dich aktiv darum bemühen würdest, eigentlich mehr in die Öffentlichkeit zu gehen, mehr dich zum Beispiel der Arbeit, nicht der Häuslichkeit, sondern der Öffentlichkeit zu widmen, zu richten, dann würdest du eigentlich positive Erfahrungen sammeln, neue Erfahrungen sammeln, die dich eben weiterbringen in deinem Leben, sozusagen die dich in deinem spirituellen Wachstum vor allem bereichern. Weil diese Tendenzen, diese man hat, zum Beispiel jetzt eben in das Verhalten des Krebs zurückzufallen, sind eben die, die sich auch nicht mehr erfüllend für dich anfühlen. Also es sind schon Dinge, die dich in deiner Comfortzone halten. Und das ist ja immer das Ding. Wenn wir in unserer Comfortzone sind, wollen wir da eigentlich nicht raus. Aber
Das ist eben auch genau das, da ist halt Stillstand. Es ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese Verhaltensweisen dich aber eben limitieren. Auch wenn sie noch so verlässlich und vertraut sich dir anfühlen und du eben doch so, ja, man sinkt da so schnell rein. Also man ist sich dem, glaube ich, gar nicht bewusst. Also auch das ist wieder so eine unbewusste Verhaltensweise, die man einfach an den Tag legt, die aber eigentlich nicht sonderlich hilfreich ist. Und das ist besonders verstärkt, wenn du zum Beispiel noch andere Planeten auf deinem südlichen Mondknoten hast. Dann ist es natürlich etwas, was noch stärker sozusagen dich darin festhält, dich davon auch zu lösen. Und ich finde ja die Idee von Reinkarnation eigentlich ganz schön, weil es eben bedeutet, dass ich etwas aus meinem vorherigen Leben jetzt in diesem Leben mitnehme, was ich eben schon gemeistert habe, was ich gut kann, worauf ich mich verlassen kann. Aber Reinkarnation bedeutet ja auch, dass ich in diesem Leben eine neue Aufgabe zu meistern habe. Und dass wahrscheinlich diese Verhaltensweisen mich eben eher daran hindern. Oder wie kann ich diese Verhaltensweisen für mich von Nutze machen? Und wenn ich von Karma spreche, das ist ja die Idee des Ganzen, ist es ja so, finde ich, dass in der westlichen Kultur Karma bei uns doch sehr schlechten Ruf hat. Also es geht immer um dieses What comes around, goes around, gutes Karma, schlechtes Karma. Ja, es ist eigentlich per se nicht so. Also es gibt die Bewertung von gut oder schlecht nicht, weil Karma an sich selbst bedeutet eigentlich nur sowas wie Handlung. Also wirklich eine aktive Handlung. Und die Bewertung gibt es eigentlich dazu nicht. Also eine gute Handlung oder eine schlechte Handlung per se bedeutet Karma das nicht. Sondern das Prinzip von Karma bedeutet eigentlich nur, dass jede Handlung, die du ausführst, eine Konsequenz hat. Also, dass es etwas gibt, das, was du denkst, was du fühlst, was du sagst, dass all das einen Einfluss auf deine Umwelt nimmt und direkt auch wieder auf dich zurückführt. Also Karma ist etwas, was wir aktiv jede Minute kreieren. Und deswegen ist es nicht so, dass es eben negativ oder positiv bedeutet, sondern es ist einfach das Bewusstsein darüber, dass auch du Einfluss auf deine Umwelt nimmst und auch, dass alles andere auch zurückkommt in dem, was du eben aussendest. Also ist es so, dass zum Beispiel im Buddhismus eben ganz klar Karma keine Folge ist, sondern eine aktive Handlung. Und das bedeutet auch, dass du darauf Einfluss nehmen kannst, auf dein Karma, auf die Handlung, weil du dich jederzeit, jede Minute dazu entscheiden kannst, mit einer anderen Intention in eine Handlung zu gehen. Und das ist auch das, was dann zum Beispiel der südliche und nördliche Mondknoten in der Astrologie für dich repräsentieren kann, dass es mit einem Karma kommt, mit gewissen negativen oder nicht negativen, aber Verhaltensweisen und Tendenzen, die du hast, die du aber aktiv und bewusst ändern kannst, sodass du die Richtung des Karmas und der Energie verändern kannst. Deswegen ist es ganz wichtig zu verstehen, dass auch wenn viele irgendwie mit Karma sowas wie Schicksal verbinden, dass es das nicht bedeutet. Und dass auch das eben, wenn der nördliche Mondknoten für dich etwas ist, woran du strebst, ist es mehr eben das, dass du dahin deine aktive, bewusste Intention lenken kannst. Also auch hier geht es wieder um Achtsamkeit, bewusst werden und eben selber ins Handeln kommen. Also nicht sich dem Schicksal ergeben und sagen, ach, das ist alles mein Past Life und das ist all das, was ich halt quasi, ja, das schlechte Karma, was ich mitgenommen habe. Stimmt nicht. Es ist halt einfach eine Energie, die zum Beispiel von der Idee aus dem vorherigen Leben kommt, die du aber im jetzigen Leben auch aktiv verändern kannst. In der kommenden Serie erkläre ich dir also, welche Verhaltensweisen du vielleicht zurücklassen musst oder welche Verhaltensweisen sich vor allem für dich erstrebenswert erweisen, weil es ist nun mal wirklich so, dass widmest du dich diesen Erfahrungen, dann werden sie positiv für dich ausfallen und dich auch darin bestärken, weiter sich dem zu widmen. Also, du hast dein Schicksal selber in der Hand, du kannst es selber bestimmen und massives Wachstum ist nun mal wirklich immer dann da, wo wir uns nicht so wohlfühlen. Aber nur weil wir uns nicht wohlfühlen, heißt ja nicht, dass wir per se leiden müssen. Also es ist etwas, was sich wirklich gut für dich anfühlen wird und ich freue mich auf jeden Fall, dir da ein bisschen mehr was an die Hand zu geben, weil ich finde, gerade als Anfänger ist es super interessant und sehr aufschlussreich, wieder sich einem weiteren unbewussten Teil seiner selbst bewusst zu machen.